Kapitel 8. Wo ist Chris Hackett? Halt's Maul. Wow, nett. Sie hat Kaylee umgebracht. Wir drehen uns im Kreis. Caitlin, was soll ich tun? Oh, wow, ganz tolle Führungsqualitäten. Sei jetzt ruhig. Vergiss es. Ich habe damit nichts zu tun. Das ist deine Sache. Denk einfach daran, was alles passiert ist, okay? Das ist mein Rat. Moment, du sagst, eine Frau hat geweint? Bei deiner Flucht? Warum? Was weißt du denn? Das erinnert mich an eine Legende von hier. Die Hexe von Hackett's Quarry. Eine alte Frau im Wald. Sie soll vor Jahren gestorben sein. Und jetzt sucht sie, weint in der Dunkelheit, nach ihrem Sohn. Mein Reden darüber nervt hier schon alle. Du kennst sie. Ich verstehe nicht, was ich da erlebt habe. Aber es wirkt so, als würdest du es glauben. Das macht mich so fertig. Mich auch. Ich bin dann mal so frei und nehme dir das jetzt wieder ab. So, weiter. Wo hängt Chris Hackett ab, wenn er nicht im Camp ist? Woher soll ich das wissen? Ihr seid doch Betreuer, oder? Ihr seid 2 Monate hier. Er ist nicht im Sturmkeller. Ich finde ihn ganz offensichtlich nirgendwo im Wald. Ich brauche Hinweise. Versuch's mit dem Gruselhaus hinter dem Wald. Mann! Was? Ich war gestern so lost, ich habe immer gesagt, dass sie Campleiter sind. Und ich dachte aber, sie sind, also die wir jetzt gerade hier haben, dass das alles nur Leute sind, die da ganz normal im Camp halt Ferien gemacht haben, so. Und dann, aber die sind alles Betreuer. Ich bin so lost. Die Kinder sind mit dem Bus nämlich weggefahren. Oh mein Gott. Manchmal passe ich echt nicht richtig auf. What the fuck? Ich weiß nicht, ob ich da gerade den Chat gelesen habe oder einfach nur nicht richtig aufgepasst habe. So lost. Komplett dumm. Ernsthaft, es gibt Alternativen. Mal drüber nachgedacht? Ich habe letzten Monat an nichts anderes gedacht. Nur bei Sonnenaufgang sitze ich fest bis zum nächsten Vollmond. So wie Max, so wie alle Gebissene. Und das ist unser Problem? Frag doch deine Freunde im Wald! Und denk auch noch an Nickmann. Stopp, oder wir müssen euch mit kaltem Wasser beugen. Ryan, verschwinden wir hier. Ich muss endlich was tun. Ohne mich wird Chris Hackett dann noch mehr Opfer auf dem Gewissen haben. Ich gehe mit dir. Was? Ja, ich stimme zu. Chris hat nichts damit zu tun. Natürlich hat er damit zu tun. Ich lasse doch keine flüchtige Mörderin fröhlich alleine losziehen, die plant, Chris zu töten. Wow, sind das Flirtversuche? Nein. Schön, mach doch, was du willst. Du weißt, was mit Nick ist. Er wurde gebissen. Liegt Abbys Kopf da jetzt immer noch rum? Hier wird nichts passieren. Das geklaute Auto. Wo ist es? Im See versenkt. Warum? Weil's von den Cops geklaut war? Du musst den Van reparieren und verschwinden. In Sicherheit. Wie lange hast du noch? Eine Stunde, vielleicht. Ich weiß nicht. Es gibt keine Langzeitstudien. Dann sollten wir jetzt gehen.
Wie hast du es eigentlich geschafft, Abby umzubringen? Ich war das nicht, Nick war das. Er ist durchgedreht und hat sie an die Wand geschlagen und ihren Kopf abgerissen. Abgebissen. Bist du sicher mit dem Weg? So ziemlich, ja. Ziemlich oder definitiv? Sehe ich aus wie ein Reiseführer? Warst du überhaupt schon mal dort? Also, nein. Was, im Ernst jetzt? Ich weiß so viel wie du. Und wie gut kennst du Chris Hackett? Mr. H, ziemlich gut. So wie du ziemlich sicher den Weg kanntest? Bei meinem ersten Besuch im Camp hatte ich Probleme und Mr. H hat mir geholfen. Er ist echt nett. Du kennst ihn nicht wie ich. Du kennst ihn gar nicht. Okay, okay, Gott. Schleim nicht so. Wieso bist du so? Das könnte ich dich auch fragen. Was meinst du? Was willst du wirklich hier? Du kannst ihn nicht einfach töten. Das werde ich nicht. Ich erschieße einen Werwolf. Denn genau das ist er, glaub es mir. Ist er nicht. Ist er nicht. Ja, je. Was bist du denn jetzt so? Da ist es. Hackett House. Er lebt mit seiner Hinterwäldlerfamilie in einer Hinterwäldlerhütte im Wald? Sieh dir das an? Nein, hier lebt seine Mom, glaube ich. Ich war nie drin, aber wenn wir antworten wollen, ist das der beste Ort, sie zu finden. Gut, also, wie kommen wir ran? Was meinst du? Wie kommen wir zu dem Haus? Das ist eine gute Frage. Vielleicht ja gar nicht. Die Fragen sind auch echt bescheuert, ja. Und auch die Antworten zum Teil so richtig Teenager-mäßig, die einfach nicht Klartext reden können. Hey, ich weiß, dass Chris dein Freund ist. Wenn ich den Weg wüsste, hätte ich's gesagt. Klar. Ja. Laura, Chris ist nicht böse. Es geht nicht um gut oder böse, Ryan. Wie kannst du da so sicher sein? Wenn mein Gewissen mich jetzt bremsen kann, wird das alles hier noch viel schlimmer. Ich wünschte, es ginge auch anders. Es geht nur nicht. Hey, wo willst du hin? Jetzt läuft die Zeit weg, oder nicht? Es muss einen anderen Weg rübergehen. Hab dich! Pass auf, du Schreck! Zum Glück ist da Wasser. Holy shit! So ein Scheiß! Alles okay? Laura? Das Blut durchscheut das Nass. Toll. Oh mein Gott, Laura! Ach du, heilige Scheiße! Darf ich mal? Was soll das? Ruhig, hier. Was hast du für große Augen? Damit ich dich besser sehen kann. Was hast du für große Zähne, damit ich dich besser fressen kann? Ach, Scheiße. Ist da was Gelbes im Auge? Wie gelb genau? Shit. Uns bleibt nicht viel Zeit. Ja, sie wurde ja gebissen.
Greenie. Sie wurde ja auf der Insel gebissen, hat sie erzählt. Also es war ja klar schon vorher. Aber nur jetzt sieht man es erst. Also kann sie wieder Tierärztin werden? Ja, jetzt kann sie... Oh mein Gott, ey. Jetzt kann sie den Tieren im Wald helfen, wenn sie ein Werwolf ist. Gott, was geht ab? Grüß dich. Wir sind Kapitel 8 jetzt. Den Namen fand ich cooler. Ja, war schon okay. Ja, wir haben, glaube ich, reingeschissen. Da hinten liegt irgendwas. Ryan, ich glaube, ich habe ein SpongeBob gehört. Das war wohl mal Teil des alten Steinbruchs. Okay. Nee, ich liebe sie. Der Besitz eines Steinbrucharbeiters, den er in den Tunneln zurückließ. Schriftliche Ankündigung einer Zwangsvollstreckung, die sich darin befindet, verrät, dass das in den 1930er Jahren passiert ist. Muss wohl. Da hinten ist das Geländer kaputt, da auch, und dann war es das auch schon, okay. Ein bisschen bedrückend hier. Bis gleich, Nate. Wer stimmt noch von den Arbeitern? Meinst du? Hier war seit Jahren niemand. Gatze, einen wunderschönen guten Abend. Wie geht's dir? Wait. Was ist da unten im Wasser? Sind das Rohre oder ist das eine Leiche? What the fuck? Kann ich hier irgendwie... Interaction? Nee, das sind Baumstämme, glaube ich. Bestimmt warm. Oder führen. Was zum Teufel. Aber das ist auch das, was sie gehört hat, als wir in dem Wald waren, ganz am Anfang. Hallo, ich habe keine Benachrichtigung bekommen, dass sie live sind. Ich reiche Beschwerde ein. Hallo Mara, ich habe im letzten Stream gesagt, dass ich Sonntag streame. Und ich habe es auf Discord gepostet und ich habe es auf Insta gepostet. Mehr kann ich auch nicht tun. Sie uns gehört haben? Nee. Glaube ich nicht. Das entspricht nicht der Norm. Naja, wenn die Norm marode und einsturzgefährdet lautet, dann vermutlich schon. Lass uns weitergehen. Ja. Vorsicht, Gott. Hat sie ihn gerade geschubst? What the fuck, Alter? Was ist denn mit denen? Ich habe eine Benachrichtigung bekommen und dabei ist mir eben echt aufgefallen, dass ich gar nicht auf deinem Discord bin. Let's go, rein da. Mara, ich hoffe, dir geht's gut. Ein wunderschön. Und Twitch-Benachrichtigung ist doch schon, seitdem es Twitch gibt, einfach Bullshit. Also da kannst du dich so viel beschweren, wie du willst. Da wird sich nie dran was ändern. Nate, willkommen zurück.
Das entspricht nicht der Norm. Der ist wohl Deutscher. Perfekt. Jetzt sieh dir das an. Also ich muss sagen, Laura finde ich schon cool irgendwo. Aber mit Jacob konnte ich mich am meisten identifizieren. Irgendwie. Die verlieben sich noch, die haben noch Sex. So langsam könnte ich doch was zu essen vertragen. Hör auf damit. Das Gute ist, dass wir jetzt hier unten sind. Dann sieht sie den Vollmond nicht und verwandelt sich nicht, oder? Was ist mit dem Auge? Bert hier? Oh Mann. Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Wo war ich mal kurz unter der Dusche? Man geht doch nicht duschen, wenn ich streame, meine Fresse. sie wurde gebissen, hat sie erzählt. Und ja. Sie ist in Wasser gefallen und hat sich direkt geheilt von allen Wunden. Hier außer uns noch irgendetwas ist? Sieht so aus. Oder der Weg hier ist auch nicht stillgelegt. Ordentlich tief. Kann dir auch die IP schicken vom Minecraft-Server? Nee. Gerade gar keinen Bock auf Minecraft, to be honest, aber danke. Viel zu tun. Was mit dir? Leider. Der schräge, grübelnde Einzelgänger passt nicht so wirklich zu deiner Ich-liebe-den-Campleiter-Show. Ich passe also in keine Schublade, oder was meinst du? So habe ich das nicht gemeint. Ich komme schon seit Jahren her. Ich kenne diesen Ort, er ist ein zweites Zuhause. Weißt du? Früher, zumindest. Und deine Freundin? Caitlin, sie heißt doch so. Sie scheint auf dich zu stehen. Also, ich verstehe mich besser mit Dylan. Obwohl, nach heute Nacht, ich weiß nicht. Trauma führt Menschen zusammen. Ja. Und Wodka. Und was ist mit dir? Wen magst du lieber? Weiß ich nicht. Ich mag beide. Hier lang. Ich sehe Licht. Ja. Du kannst auch hier rumhängen, wie du magst. Du isst wohl eine Menge Spinat. Also, willst du? Popeye, weil ihr Auge gepoppt ist. Zuerst in den einstürzenden Albtraumtunnel, oder soll ich? Sieht gut aus. Hier sieht's gar nicht gut aus. Hier sieht's aus wie Scheiße. Wieso kommt da Licht rein? Verwandle ich mich, wenn ich mich hier reinstelle? Wie tief sind wir denn gefallen, dass wir hier jetzt Tageslicht reinbekommen? Kann ja nicht so tief sein. Vorsicht, Splitter. Danke, geht schon. Ist wohl für eine Party. Alkohol von der Prohibition. Das hier sind Schmugglertunnel. Dann wäre der Alk fast 100 Jahre alt. Bestimmt noch gut. Gut. Dann trink mal.
Die Hackets waren also Schwarzbrenner. Scheint so. Als der Steinbruch schloss, brauchten sie wohl Geld. Naja, Stevie, Tageslicht, weil die Sonne scheint. Es ist täglich Tag, es ist immer Tag. Die Sonne schießt das Licht gegen den Mond. Der Mond reflektiert es auf die Erde, was Tageslicht ist. Nur halt nicht so viel, weil die Sonne gerade nicht zu sehen ist auf unserer Erdkugelseite. Deswegen ist trotzdem Tageslicht ist. Kann man so unwissend sein? Holy shit. Der ist jetzt richtig gut. Boah, Alter. Wirst du direkt wieder blind von. Darauf hat sie keinen Bock. Du bist mein Tageslicht, circa. Ah! Sehr gut erklärt. Hut ab. Dankeschön. Na los, nice. Wir müssen weiter. Müssen wir das oder trinken wir einfach? Sind wir hier richtig? Weiß nicht. Ich bin jetzt absolut lost. Ja, ich auch. Sollen wir? Was ist hier passiert? Ist kompliziert. Gott. Ich fand diesen Ort immer so wohlig. Den hier, wirklich? Ja, hatte was von der Skihütte. Klingt kalt. Du fantasierst nie, dass du in einem abgelegenen Skiort sitzt, in einem Schneesturm? Die Seilbahn ist kaputt und man kann sich nur gegenseitig wärmen. Dann geht das Essen aus und man hat nur noch sich selbst. Dann hat man noch Wurst. Man hat noch Wurst. Sie hat, glaube ich, Wurst. Skiurlaub klingt aber gerade gar nicht so übel, oder? Warst du mal Skifahren? Damit habe ich null Erfahrung. Ein paar Mal die Hasenpiste runter und du hast es. Na dann, machen wir mal besser diesen Van-Start, Lamm. Nee, ich meinte nicht Wurst in Hose, ich meinte im Mund. Was? Gut, sehen wir uns das nochmal an. Lieber die Tür aufmachen und reingucken, anstatt einfach reinzuleuchten und zu gucken und die Tür zuzulassen. Und? Geht's oder geht's nicht? Er kann das. Er hat da ein Händchen für. Der Motor ist im Arsch. Was auch sonst? Also, wenn ich ein Auto herzaubern könnte, würde ich es glatt machen. Warte. Vielleicht. Der Motor ist im Arsch. Okay, sie ist gaga. Die Straße rauf ist ein Schrottplatz. Wir suchen da einen Wagen. Das könnte klappen. Klingt weit hergeholt. Statische Aufladung ist aber auch echt garstig. Ich verstehe das. Nice. Candy Truck, ja. Ich find's halt dumm, dass Jacob Benzinversorgung gekappt hat und sie sagt Motor im Arsch. Dylan, komm schon. Echt, ich brauch dich. Wir brauchen dich. Fein. Okay. So stellt sich Dylan wieder mutig der tödlichen Gefahr und rettet seine Freunde. Dylan. Ja? Halt die Klappe. Au. Du gehst mir langsam auf den Sack. Mir egal.
Warum haben die nicht einfach alle miteinander Sex und sind glücklich? Die sind sich alle nur am Necken und am Anpissen. Ich raste einfach aus. Keiner kann normal miteinander reden. Weenie, was geht? Ein wunderschön. Was war das? Hä? Was war das? Oh, das ist nichts. Wir haben, unten sind Gäste. Wir wollen doch kein Blut vergießen mehr. Sei leise. Sei du leise. Aber genau dieses Miteinanderreden macht die sympathisch. Ja, auf jeden. Also, klar, natürlich. Aber ich darf ja trotzdem genervt sein, oder? Bart ab, yes! Musste sein. Es musste einfach sein. Erlang, komm schon. Mit Augenklappe war sie noch hot. Ich finde sie ohne hotter. Seid alle am hottesten. Finden Sie Jacob jetzt? Jacob! Nicht anfassen! Hey, ich bin's. Himmel, was ist mit dir los? Steht unter Strom. Okay, hör zu. Da ist ein Kasten. In der Ecke dort. Ich glaube, das ist die Steuerung. Okay. Ich habe den Alten, den aus dem Wald, dran hantieren sehen. Was machst du hier, Travis? Du solltest bei den anderen sein. Wie gesagt, wir beschützen diese Kids schon die ganze Nacht. Es ist Kaylee. Sie ist tot. Nein. Die Jungs bringen sie gerade her. Du bist wohl mit einem Kopfschädel vor die Wand gerannt. Es ist unmöglich, sie in ihrem Zustand zu töten. Silberkugel. Sie ist tot, Ma. Nein. Die Frage ist, wer war's? Nein, nein, nein. War das auch Laura? Nicht meine Kleine, nicht meine Enkelin, nicht meine Kaylee, nicht meine kleine Kaylee, nicht die kleine Kaylee, nicht die kleine Kaylee, du mieses Stück Scheiße! Nicht die kleine Kaylee! Du Scheißkerl! Was hast du ihr getan? Wozu gebissen? Ist die irre? Ja, Vicky. Laura. Was hast du getan? Ich hab nicht gedrückt.
Schick Bobby runter! Her beauty is a tiger. Be careful, make sure that she doesn't bite. Her beauty. Willkommen. Hast du mich vermisst? Hoffentlich bringst du mir mehr meiner Karten. Sollen wir sie uns ansehen? Das Rad des Schicksals. Letztendlich ist das Schicksal nur eine Art Glücksrad. Manchmal muss man es versuchen. Karma ist ein Mysterium, aber es belohnt jene, die wachsam sind. Gut hinsehen. Wenn du wachsam bist, kannst du vorab erkennen, wo das Glücksrad stoppt. Der Herrscher. Ich frage mich jetzt, wen sie gekillt hat. Autorität, Patriarchat, Regeln, die es zu brechen gilt, nicht? Sollen die Mächtigen fallen? Und ihre ich weiß es. Ebenso. Sollen nee, du, ich weiß es doch nicht. Sollen die einander zerfetzen und verrotten. Details? Nö. Nö, nö. Hat sie gedacht, das ist vielleicht Chris? Und hat einfach geschossen? Ich hätte sie vielleicht nicht schießen lassen sollen. Letztendlich war es dann doch wer anderes. Das Krasse ist ja, dass die Schauspieler nur das von der Story wussten, was sie unbedingt wissen mussten. Und die Synchronsprecher wussten noch viel weniger. Ist oft so. Ja, Babe, aber nicht sagen, oh, die Szene gleich wird geil oder die Szene mit der Mutter später oder so. Ich will's nicht wissen. Spoiler komplett verboten. Ich will's alles selber erfahren. Aber ich vermute auch, dass sie dachte, dass Chris ist und einfach draufgeballert hat. Ich könnte mir halt vorstellen, entweder war es Max oder vielleicht sogar Emma. Basiert das auf eine Serie oder so? Nee, ich glaube, das basiert einfach so auf alten Geschichten. Es ist auch so, dass jede Entscheidung ein anderes Ende auslöst, dann ist es ja fast schon kein Spoiler. Ja, aber gewisse Sachen führen immer wieder zum selben Strang so. Also vieles, was du tust, gibt dir das Gefühl, dass du eine Entscheidung hast, aber letztendlich führt es dann doch irgendwo wieder dahin so. Also gewisse Grundsachen erfährt man dann trotzdem so. Aber Emma wurde doch nicht gebissen? Doch, ich habe Emma töten lassen. Wir sind mit Emma, weil wir die Vorhersage wussten, bin ich mit Emma genau dahin gegangen und habe sie töten lassen. Du hast jetzt, genau wie immer, freie Wahl. Geh, du hast noch Zeit. Pass nur gut auf. Pass wirklich gut auf.